So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Wolfenstein The Old Blood. Auf dem Weg zum Gasthaus. Um die gute Tante da zu erwischen und hoffentlich ein paar Infos zu kriegen. Oh, ah, 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 ah. Den Hund gar nicht mitgekriegt. Tut mir leid, Wofi, aber du hast mich geringfügig überrascht. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Das sind schöne Plumpsklos und ein bisschen Gold. Oh, denen geht's gut hier drin, ne? Da ist schon wieder die Ratte. Ich hatte eine Spelunke in Mesquite. Hab dort mein erstes Geld verdient. Alles für Candice ausgegeben. Verflucht süßes Zeug. So, die Schürze. Und das Tablett. Und dann sind wir ready to go. Okay. Nur dies von Offizier Albert. Offizier Albert. So, 17. März. Ich bin jetzt einen Monat hier. Allmählich bekomme ich Heimweh. Helga hängt mir im Genick, seit ich dieses verdammte Laborroboter geschrottet habe. Ich muss ihr irgendwie beweisen, dass ich ein strahlendes Beispiel eines guten Soldaten bin. Aber wenn ich ehrlich bin, treiben mich diese Katakomben in den Wahnsinn. Ich habe neulich eine von Randolphs Notizen gelesen. Er schrieb etwas über unberechenbare alte Technologie. Und das wird unten etwas Gefährliches auf uns warten könnte. Ich war mit Helga schon bei zu vielen Ausgrabungen wie dieser und ich weiß inzwischen, dass es zwischen Himmel und Erde eine Menge Dinge gibt, die nur darauf warten, hervorzukriechen und die Welt in Schutt und Asche zu legen. Also nehme ich ihn beim Wort und gehe mich heute im Gasthaus besaufen. Richtig so. Will Ergebnisse sehen. Da ist und bisher Akte. Ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie... Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Scheiße. Bevor Sie gehen, Opa, müssen Sie meinen Wein probieren. Ja, of course. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz. Mein Cousin heißt auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. I'm serious. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich.
Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Okay. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Weil, mein lieber unfähiger Schreiner, er kein Ober ist, sondern ein Spion. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz! Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? What? Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Oh, erschießen Sie ihn! Was mit der Akte? Schon wieder K.O. der BJ. Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, diese Stadt... Raus! Schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt! Wir müssen zur Ausgrabungsstätte! Was mit der Akte? Kapitel 6, Ruinen. Ja, ich sehe nur alles doppelt. Meine verstaubte alte Karte. Welchem Geheimnis bist du auf der Spur, Helga? Wer weiß. Kessler, hören Sie mich? Helga ist weg. Sie hat die Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Helges Tag, 5. Eintrag, 12. Januar. Heute warten große Entdeckungen auf uns. Es ist wie früher, als Vater mich das erste Mal ins Nationalmuseum für Geschichte mitnahm. Damals sagte ich ihm, dass ich das Gefühl hatte, ich würde die Geschichte anfassen. Er antwortete mit einem Lächeln. Die Geheimnisse der Vergangenheit, sagte er, waren nur darauf entdeckt zu werden. Eine unserer Ausgrabungsmannschaften ist im östlichen Teil der Ausgrabungsstätte auf ein großes Grab gestoßen. Es enthielt Sterbchenüberreste von mindestens 83 Menschen, Erwachsenen und Kinder. Es scheint, es hätte in der alten Kirchenrunde, die von den Leuten hier Entweihte Kirche genannt wird, vor 1000 Jahren ein Massaker stattgefunden. Ja, so muss es gewesen sein. Alles, was wir bisher gefunden haben, deutet darauf hin. Meine Theorie wurde bestätigt. Wie ich zuvor vermutet hatte, erteilte König Otto persönlich den Befehl, die Kirche und das dazugehörige Dorf dem Erdboden gleich zu machen. Er entsandte einige seiner Ritter, die seinen Befehl in die Tat umsetzen sollten. Das erklärte auch, warum wir einige Artefakte gefunden haben, die König Ottos Rittern zuzuordnen sind. Außerdem hat Randolph es geschafft, den hiesigen Priester nach einigen guten Zureden davon zu überzeugen, uns einen Brief von König Otto zu geben, den er bei seinem Vorgänger zu Hause gefunden hat. Denselben Priester, der von einem meiner Patienten, Michael, umgebracht worden war. Der Brief ist in Althochdeutsch verfasst. Die Übersetzung sollte allerdings schon bald abgeschlossen sein. Aber warum König Otto einen solchen Befehl geben sollte, bleibt mir ein Rätsel, das mir keine Ruhe lässt. Aber ich komme der Antwort immer näher. Ich muss nur noch etwas tiefer graben. Zusammen mit dem Brief wurden unter den Dielen in der Küche des besagten Patienten noch eine alte Karte gefunden. Vermutlich eine von unterirdischen Anlage, nach der wir suchen, die aus der Feder eines von König Ottos Gelehrten stammt. Auf der Karte stehen Befehle. Ich werde diese Worte lernen. Vielleicht sind sie ja von Nutzen, wenn wir gefunden haben, was auch immer dort unten auf uns wartet. Ein bisschen hochheilen. Ah, what? Was geht denn jetzt hier ab? Gibt es jetzt Zombies hier? Okay. Wir haben jetzt auch Zombies.
einiger Riesenregimes und dann, die nach dem verheerten Erbe von den Toten zurückkehrten und nur ein Ziel haben, die Lebenden zu töten. Upsi-dupsi. Okay, cool. Die hätten aber bestimmt Waffen dabei. Jesus Christ. Okay. Komm, Kessler, hören Sie mich. Scheißfunk. Ich muss ehrlich gestehen, mit Zombies hätte ich in dem Spiel jetzt nicht gerechnet. Nein, hinter dir, Girl. Hinter dir! Komm schon, mach hin! Oh nein, sie ist tot. Oh Gott. Das hast du nicht verdient, Pippa. Nee. Oh, jetzt schießen die Untoten schon. Ich geh kaputt. Och Mann, Pippa. Girl. Hallo, guten Tag. Ja, ist ja gut jetzt. Jetzt kämpfe ich gegen Zombies. Das ist der Wahnsinn. Oh, es gibt schon Zombiehunde. Zombiehunde! Ah, Zombiehunde, 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 Zombiehunde. Okay. Jesus Christ. Hui. Lankovic, können Sie mich hören? Hören Sie zu. Helga ist fort. Sie hat die Akte. Sie gräbt was bei den Kirchenbrüdern aus. Wahrscheinlich ist das die Grund für die ganze Scheiße. Wo sind Sie jetzt? Ah! Dann kann ich einfach hier mal so eine Granate da reinwerfen. Aber ich hab gar keine Granaten. Jesus Christ. Ich meine, ich find's an sich jetzt nicht so schlecht, ja. Zombies und so, aber es ist schon ganz schön Wechsel. Diese Einwohner traf nach den Erbinnen im Wolfwurz dasselbe Schicksal wie die Regimeanhänger. Okay, so. Hallöchen. Oh, modifizierst du es jetzt? Hallo. Oh, Spiel nicht abkacken, alles entspannt. Ah, what? Sieh einer an. Jesus Christ. Sind denn die Ausmaße an? Das ist ja schon nicht mehr schön. Sekunde, ich muss nachladen. Gut gelegen.
Bleib unten. Oh, da kommen ja immer mehr Leute. Irgendwie ist es hier rüber. Okay, der Nachteil an dem Ding ist, ich meine, die hat bestimmt super Bums. Aber du kannst halt nur relativ wenig machen. Stehen die alle wieder auf oder was ist hier los? Ich muss da hoch. Wir kommen da hin. Von hier bin ich ja gekommen, ne? Bleib unten. Also der ganze Spaß hier ist hier schon ganz schön BTF. Die ist schöner, die Shotgun. Wow, 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 wow. Wow. Kann ich nicht einfach hier lang schwimmen? Arbeite dran. Ups. Okay. Kannst du mal sein lassen. Hallo, Friend. Oh, ich habe nur zwei Schuss mit den Dingern. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Das Badehaus. Ups. Warte, ich helfe dir, Girl. Warum hassen sie uns so sehr? Weil ihr Hirn im Arsch ist, schätze ich. Ich habe einen getötet. Haben Sie das gesehen, Herr BJ? Ja. Nur weiter so. Komm, Girl. Ich war schon mal hier. In der Woche nach Weihnachten. Mit meiner Freundin. Wir sind hier reingeschlichen, um den Badehausgeist zu sehen. Die Heizung war aus wegen der Bomben. Im Becken war Eis. Wir tanzten zum Grammophon in Herr Obermanns Büro. Und ich weiß noch, wie wir lachten und froren und wie wir Angst hatten, dass sie uns erwischen und mich mitnehmen. Ich gab ihr ein Versprechen. Was auch mit mir geschehen mochte, ich würde zu ihr zurückkommen. Du kannst nicht ganz allein gehen. Nicht mit diesen Monstern. Wenn ich nicht gehe, dann kann ich die Monster auch gleich meine Eingeweide rausreißen lassen. Ich steige dort oben durch das Loch und sie helfen mir. Das werden sie doch, Herr BJ. Ja, na klar. Hier. Hör zu, ich kann mitkommen. Nein, Sie dummer Soldat. Sie müssen Helga aufhalten. Ich pass schon auf.
noch mehr Obst hier rum. Tut mir leid, Kessler. Oh. So hätte es nicht. Oh. Soll. Oh, das war Kessler. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Dass die Nacht des Feuers rückt näher. Wolfsburg, 1. März. Wolfsburg steckt mitten in der Vorbereitung für die Nacht des Feuers. Das jährlichen Zeremonien gedenken an das Feuer, das die Stadt von 1000 Jahren in Schutt und Asche gelegt hat. Das wird die größte Nacht des Feuers aller Zeiten, erklärte Wolfsburgs zufriedener Bürgermeister unter den Reportern bei Beaufsichtigung der Vorbereitung auf dem Marktplatz. Die besten Schreiner der Stadt arbeiten rund um die Uhr, um alles fertigzustellen. Ein speziell angefertigtes Holzmodell der entfalten Kirche, das im Mittelpunkt der Zeremonie steht, wird am 3. kurz vor Mitternacht angezündet, gefolgt vom traditionellen Löschen der Flammen. Der Kirchenchor wird diesmal während der Zeremonie das Lied Lodernde Flammen singen und das wäre eine Nacht des Feuers, denn ohne ein großes Fest. Das wäre das größte Fest aller Zeiten und im Anschluss gibt es traditionelle Himbeersahnetorte Otto. Es wird ein unvergesslicher Abend zu der Bürgermeister. Hätte ich ihn retten können? Ich weiß nicht. Aber ich denke mal nicht. Als ich klein war, sagte mein Vater, wir hätten ein Monster im Keller. Und wenn ich nicht brav wäre, würde es mich eines Nachts holen. Also war ich immer schönartig. Aber das Monster kam trotzdem. Jetzt hier hoch? Nö. Achso, ich muss tauchen. Eins muss man im Spiel lassen, es hat echt gute Musik. Darf ich wieder Roboter? Darf ich Roboter fahren? Zombie. Hell yeah.